wunderschönen Dienstag. Es ist Living Room Zeit und heute mit wunderbaren Gästen. Und der erste Gast steht jetzt hier auch schon links neben mir. Und zwar ist das Joko Winterscheid. Hallo. Schön, dass du da bist. Was mit Joko heute noch alles hier passiert, das werden wir dann sehen. Daniel ist natürlich auch noch da. Guten Tag, aloha. Und er ist für euch zuständig hier im Chat auf joyce.de/live. Und nicht nur Joko ist heute bei uns, nein, wir haben natürlich auch musikalische Gäste. Und zwar ist das die elektronische Pop-Folk-Sängerin aus Irland, Wallace Bird, wird heute da sein. Und die Jungs aus Kalifornien, Sea Haven. Könnt ihr also echt gespannt sein, da wird euch einiges erwarten. Ich würde sagen, wir setzen uns weiter hin und bequatschen mal, was ihr noch jetzt hier alles machen könnt. Wo sind Sie? Einfach hier. Einfach die neben, deiner, Platz nehmen. Neben deiner Zeitschrift. Ja, wir haben eben hier noch privat gesessen und einer hat mein Getränk schon weggenommen, habe ich festgestellt. Oh. Wahrscheinlich darf man hier, wie setzt man sich denn hier am besten hin? Das ist so. Am besten so, dass man nicht ins Höschen gucken kann, wie bei mir. Ja, das mache ich dann einfach so. Sehr schön. Geht das schon. Guckst du uns eigentlich... Ja, ich habe gerade schon drauf geguckt, ne? Hast wohin? Ah, wirklich? Verdammt. Hast du uns eigentlich im TV oder guckst du uns im Livestream? Ich habe Satellit zu Hause. Also empfängst du Joyce? Ich empfange das theoretisch, aber ich guck's halt nie. Schade. Ja. Vielleicht solltest du das tun. Ja. Denn so kannst du nämlich keine Reise nach Barcelona gewinnen. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Ihr könnt das aber, und zwar, wenn ihr Joyce im Fernsehen seht. Da war ich aber auch schon ein paar Mal, ne? Da fliege ich ganz gerne mal übers Wochenende hin. Es ist schön, ist wirklich schön. Einfach ein Foto machen mit Hashtag mach mich an posten und dann könnt ihr nämlich diese Reise gewinnen. Stimmt's, Daniel? Richtig, genau. Ja, Gesundheit. Das ist total einfach. Dankeschön. Wenn ihr das einfach macht, einfach uns ein Foto senden, wie Joyce guckt. Also wenn ihr zum Beispiel gerade Neues schaut, macht ein Foto mit euch, irgendwie was weiß ich, Selfie oder sowas. Und postet das entweder bei Instagram, Twitter, Facebook oder wo ihr wollt mit dem Hashtag mach mich an. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade inhaltlich nicht verstanden, wie man das macht. Man macht ein Foto einfach, wie du heute zum Beispiel bei dir bei Facebook gepostet hast. Dann machst du das Hashtag mach mich an und dann bist du schon dabei. Dann finden wir dich. Und dann kannst du eine Reise nach Barcelona gewinnen für zwei Personen. Habe ich immer noch nicht verstanden, aber ist okay. Ich kann dir ein Foto zeigen als Beweis, Daniel, wie das aussieht. Dir jetzt, ja, genau. Nämlich nee, hier lass mal, alles gut. Lass mal Justin Timpe, wenn wir einmal rausschalten können. Hat's gemacht, ist dabei und kann eine Reise gewinnen. Heute habt ihr noch die Chance bis 24 Uhr. Glückwunsch an den, du, ne? Finde ich auch, Justin. Glückwunsch. Ist Justin auch im Chat? Justin ist noch nicht im Chat, aber Sandy Joyce, die zum Beispiel, Sebo, Tobi M91, Kevin Brill, Björn Palm, oben mal so. Wer ist eigentlich der Moderator von euch beiden? Guck mal. Das ist wirklich Quatsch hier Daniel, in meiner Tour. Ne? Daniel ist derjenige, der komplett in diesem Internet vernetzt ist mit allen Menschen, die uns im Livestream gucken. Und ist sozusagen das Sprachrohr. Ja. Und ich erzähle den Menschen, wer heute alle so zu Gast ist. Einmal hier darf ich vorstellen, Joko Winterscheid. Hallo. Joko, unsere Gäste sind ja meistens immer da und haben entweder ein Album released oder sind gerade auf Kinotour oder haben ein Buch veröffentlicht. Bei euch geht es ja, Zirkus Halligalli geht durch die Decke, Grimme-Preis, Fernsehpreis, Echo. Und jetzt bist du hier und wir sind Living Room übernehmen. Ja, oder ich kauf den Bums hier, ne? Könntest du jetzt, ne? Ja, könnte ich. Könntest du das jetzt leisten? Geil. Ja. Da habe ich eine passende Frage zu von Sandy123 und zwar tatsächlich fragt die, ist jetzt gestellt von der Chat-Community, warum so arschlöchrig? Ist ja toll, dass du immer nach Barcelona kannst. Wow, sagt sie. Steigt dir der Rum jetzt wohl zum Kopf? Das finde ich schön, wenn ihr es auch gut findet. Sandy123, ist das ein seriöser Name oder ist das nur ein ausgedachter Quatschname? Wir haben nur seriöse Namen. Guck mal hier zum Beispiel Bubble Cheeks auch. Ja. Richtig. Große Literaten. Naja. Naja, und Björn Palm schreibt, Joyce ist unverkäuflich, auch wenn Joko es gerne kaufen würde. Hashtag vom eigenen Geld bezahlt, ne? Oder wie das geht. Hasse? Habe ich. So viel dazu. Ich würde sagen, wir kommen einfach mal zur ersten Künstlerin des Abends. Ich habe euch vorhin schon kurz von ihr erzählt. Sie kommt aus Irland, macht elektronische Pop-Folk-Musik. Freust du dich drauf? Ja, da freue ich mich drauf. Möchtest du sie anmoderieren? Ich liebe elektronische Musik, deswegen. Aber bitte, ja? Nein, ich möchte dir nicht danach. Nein? Ich liebe aber auch Reggae. Reggae ist auch gut. Reggae ist auch gut. Ja. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt den Song Hardly Hardly. Genau. Wallace Bird. Großen Applaus bitte.